Herzlich willkommen auf dem T3 Campus. In diesem Video gibt es ausnahmsweise kein Content-Video, sondern es ist eine spezielle Folge. Und zwar habe ich einen TYPO 312 Kurs online gestellt. TYPO 312 ist ja schon sehr lange LTS, jetzt schon ein paar Monate. Und ich habe, bevor es LTS geworden ist, schon an diesem Kurs gearbeitet. Aber hatte jetzt die letzten Wochen, Monate nicht so viel Zeit, mich damit zu beschäftigen leider. Aber nun ist er endlich da, mein neuer TYPO 312 Kurs. Der wird dieses Mal nicht auf Udemy gehostet, wie meine bisherigen Kurse, sondern ich habe mir einen Anbieter gesucht, der meine Bedürfnisse erfüllt und habe dort alle Freiheiten. Und auf diesen Plattformen biete ich dann meinen neuen TYPO 312 Kurs an, sowie alle anderen Kurse, die ich zukünftig veröffentlichen werde, ebenfalls. Denn ich plane, zu jeder LTS-Version einen entsprechenden Kurs zu machen. Der Kurs ist nicht einfach ein einfacher Kaufkurs, den man einmal kauft und dann konsumiert, sondern ich möchte gerne einen Mitgliederbereich aufbauen, wo dann regelmäßig neue Inhalte hinzukommen. Der wird dann aufgeteilt in einen Bereich für Anfänger, also mit Leute, die mit TYPO 3 noch gar nicht oder sehr wenig in Berührung gekommen sind, und in einen fortgeschrittenen Teil. Das sind dann Kurse für Leute, die schon erste Erfahrungen TYPO 3 gesammelt haben und schon ihre ersten Webseiten gebaut haben. Am besten schauen wir uns mal den Mitgliederbereich an. So, das ist die Startseite des neuen Mitgliederbereiches. Das ist angelehnt an der öffentlichen Seite des T3 Campus, die auch weiterhin geben wird, genauso wie den YouTube-Kanal, den du ja vielleicht schon kennst oder mit Sicherheit kennst, denn du guckst ja gerade die Medien auf diesen YouTube-Kanal an. Das ist quasi nur so eine kleine Eingangsseite, wo noch ein bisschen Informationen über mich selber gibt und schon ein bisschen angeteasert wird, um was es hier geht. Wenn wir dann hier draufklicken auf jetzt Mitglieder werden, kommen auf die eigentliche Landingpage. Es geht um den TYPO 312 Kurs darum, professionelle Webseiten zu erstellen. Und zwar von dem Status eines Anfängers, der noch nichts oder noch sehr wenig mit TYPO 3 gemacht hat. Wenn wir weiter runter scrollen, dann gibt es noch ein paar Informationen, welche Inhalte das genau dann sind. Und zwar, wir gehen durch, wie man TYPO 3 installiert, also wie ich TYPO 3 installiere. Da stelle ich zwei verschiedene Möglichkeiten vor, einmal manuelle Variante und einmal über den Composer. Dann kriegst du einen Crashkurs für die drei Hauptgruppen, die TYPO 3 benutzen. Das ist der TYPO 3 Redakteur, der Integrator und der Entwickler. Dabei geht es mir immer darum, dir den kürzesten Weg zu zeigen, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Wir konzentrieren uns auf diesem Kurs ganz klar auf die Erstellung von TYPO 3 Webseiten. Deshalb bringe ich dir alles Essentielle dazu bei. Das ist kein Kurs, der alles lückenlos, jede Funktion von TYPO 3 aufdeckt und erklärt, sondern dir zu einem Wissensstand hilft, wo du eigenständig Webseiten bereits erstellen kannst, aber auch eigenständig dich weiterentwickeln kannst, um ja kontinuierlich immer dazu zu lernen. Immer auch in Zusammenarbeit mit der TYPO 3 Dokumentation und API. Dieser Kurs besteht aus vielen Lektionen. Wir kommen gleich nochmal drauf, wenn wir uns die eigentliche Kursseite anschauen. Und die Videos, die dort erstellt sind, sind für TYPO 312 gemacht. Und die Videos werden auch zukünftig aktualisiert auf neue LTS-Versionen, wenn das notwendig sein sollte. Also wenn sich die API so weit geändert hat, dass gewisse Videos so veraltet sind, dass man das nicht mehr so umsetzen kann, dann werde ich diese zukünftig auch aktualisieren. Gleichzeitig bist du auch immer dazu eingeladen, mir Inhaltsvorschläge zu schicken für weitere Themen, die für Anfänger sinnvoll sind. Ich prüfe das sehr gerne und werde dazu auch sehr gerne neue Videos erstellen und in diesem Kurs mit einfügen. Das soll also ein Evergreen-Produkt sein, das sich immer wieder aktualisiert wird und immer aktuell bleibt. Dann noch ein paar Dinge, warum das Ganze funktioniert. Ich meine, du kennst mein TYPO 3 Campus. Ich habe schon sehr viele Videos produziert. Du hast, denke ich, einen ganz guten Eindruck bekommen, wie meine Videos aufgebaut sind. Meine Videos im Mitgliederbereich sind eigentlich genauso aufgebaut. Und wenn du bisher mit den YouTube-Videos klargekommen bist, dann hast du auch keinerlei Probleme, die Videos zu folgen in diesem TYPO 3 Kurs. Dieser erste Kurs ist ganz klar für TYPO 3 Einsteiger, wie ich schon erwähnt. Das heißt, wenn du schon viele Webseiten gebaut hast und glaubst, jetzt noch ein bisschen Expertenwissen, sage ich mal, zu bekommen, dann ist dieser Kurs erstmal nicht der richtige für dich, sondern das sind für Leute, die noch nicht viel bis gar nichts mit TYPO 3 gemacht haben und jetzt einen schnellen Weg brauchen, um von einem Anfangsstadium zu einem Endstadium zu kommen, wo man eben, wie gesagt, eigenständig Webseiten bauen kann.
Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich heiße Kevin Chalangi und da bin unter dem Alias Slavely im Internet quasi unterwegs und arbeite mit TYPO3 seit über 10 Jahren. Meine Spezialisierung ist die Erstellung von Templates und individuellen Inhaltselementen und eben individuelle Änderungen im TYPO3-System für den Kunden selber. Ich habe auch schon Erfahrungen mit dem Erstellen von anderen Kursen. Meine bisherigen Kursen sind, wie gesagt, auf Udemy. Du kannst auch gerne sie immer noch anschauen. Sie sind und bleiben da. Einfach auf udemy.com gehen. Dann kann man auch nach Type 3 suchen. Man bekommt leider auch etwas sinnbefreitere Ergebnisse. Du findest mich aber relativ schnell als Autor, Kevin Chilong Lee. Du kannst auch auf meinen Namen klicken und dann siehst du alle Kurse, die ich gemacht habe. Bisher haben sich in meinen gesamten Kursen über 1000 Teilnehmer angemeldet. Genau, wenn du Mitglied werden möchtest, und zwar das Bezahlmodell ist so, dass es keine Einmalzahlung ist, sondern dass es ein Abonnement ist. Abonnement, weil ich eben einen Mitgliederbereich aufbauen möchte und Videos erstellen möchte und eben so weit aufgebaut ist, dass es sozusagen eine eigene Typo 3 Online-Schule wird. Wenn du da Bock drauf hast, dann kannst du hier auf Jetzt Mitglied werden gehen. Dann wirst du weitergeleitet auf meinen Bezahldienstleister Digistore 24. Falls du Digistore 24 noch nicht kennst, das ist ein deutscher Anbieter, ein sehr seriöser Anbieter. Viele Produkte werden darüber vertrieben. Und so auch eben meine, wie dieser Kurs, aber auch meine Typo 3 Templates. Der Kurs kostet 17 Euro pro Monat. Es hat keine Mindestlaufzeit. Und du kannst monatlich kündigen. Das heißt, du kannst dir das buchen, anschauen, du hast 14 Tage, kannst du kostenlos testen. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du deine Buchung wieder stornieren, dann kriegst du dein Geld zurück. Wenn es dir gefällt und du dabei bleiben möchtest, dann kannst du so lange dabei bleiben, wie du denkst oder empfindest, dass du nichts Neues mehr aus den Inhalten ziehen kannst. Und dann kannst du dein Abonnement stilllegen oder kündigen. Und dann eben warten, bis neue Inhalte kommen. Das war mir auch sehr wichtig, dass eben keine Mindestvertragslaufzeit ist, sondern jeder kann so lang bleiben, wie er möchte. Und ich habe den Preis so weit versucht runterzubringen, dass es für eine breite Masse erreichbar ist, aber für mich auch noch irgendwie sinnvoll, also finanziell sinnvoll ist. Wenn du dich schon angemeldet hast, bekommst du dann deine Zugangsdaten zugeschickt. Ich habe mich hier schon einen Test-Account erstellt. Dann bekommst du auch per E-Mail schon den Link, um dich einzuloggen. Alternativ gibt es eben rechts oben diesen Login-Link. Ich werde mich jetzt hier mal anmelden mit meinem Test-Account. Und dann siehst du hier alle Kurse. Und es werden auch noch weitere Kurse folgen. Das ist jetzt nur der Kurs, mit dem wir anfangen und der für Einsteiger gedacht ist. Es werden noch mindestens ein Kurs kommen für Fortgeschrittene und noch weitere Intensivkurse. Alles in der langfristigen Planung quasi berücksichtigt. Dieser Kurs hat über 60 Lektionen und ist ähnlich aufgebaut wie auch meine Udemy-Kurse. Es gibt Kapitel, jedes Kapitel besteht aus ein oder mehreren Lektionen, in der Regel mehreren Lektionen. Es fängt häufig an mit einer Lektion, das wirst du lernen, und hört auf mit einem Resümee. Und dazwischen gibt es eben dann die eigentlichen Inhalte. Du kannst sie dann die rauspicken, die dich am meisten interessieren. Für die, die noch gar nichts mit TYPO3 gemacht haben, ist natürlich sinnvoll, die Lektion von Anfang bis zum Ende durchzuarbeiten. Du siehst, hier gibt es einige Lektionen. Und es werden auch in diesem Kurs noch weiter hinzukommen. Ich habe mir ja schon ein paar Content-Ideen aufgeschrieben und werde die dann noch abdrehen und dann hier online stellen. Alles in diesem Preis inklusive. Du wirst, wenn hier neue Kurse kommen oder irgendwas aktualisiert wird, nicht zusätzlich bezahlen. Das ist auch ein Grund, warum ich eben dieses Abo-Modell bevorzuge. Du hältst dann automatisch quasi den Inhalt. Wenn du dann dich für ein Video entschieden hast, kannst du einfach reinklicken und dann ist es wie bei den anderen Lerninhalten, die man so kennt, auch. Man kommt hier ein Video und hier nochmal ja, so eine Art Breadcrumb-Übersicht, wo man sich gerade in diesem Kurs befindet. Und man kann auch hier dann noch auf die einzelnen Lektionen zugreifen. In der Regel gibt es noch einen ganz kleinen Beschreibungstext, der ungefähr sagt, um was es geht. Und ich füge hier noch wichtige Videolinks hinzu in der Beschreibung. Das sind häufig Links zu der Dokumentation, denn ich finde es sehr wichtig, dass man
beim Entwickeln der Webseiten direkt mit der Dokumentation zusammenarbeite. Deswegen versuche ich, die Links, die relevant sind für das aktuelle Video oder Lektion, die eben hier mit aufzulisten. Und so sind alle Videos aufgebaut. Du kannst hier x-beliebiges reinklicken und schauen, Video, Beschreibung und wenn sinnvoll, dann eben eine Linkliste. Um was geht es denn genau? Nochmal im Detail. Es gibt natürlich eine kleine Einführung, um was geht es hier in diesem Kurs. Dieses Video kannst du dir auch quasi auf der Landingpage umsonst anschauen. Dann gehen wir hier im Bereich Installieren über einmal die DLF-Umgebung, einmal die manuelle Umgebung. Dann zeige ich dir, wie ich eine Domain in Typo 3 errichte, also die ersten Schritte direkt nach der Installation. Dann erkläre ich erstmal, wie Typo 3 überhaupt funktioniert. Das sind für die Leute interessant, die, wie gesagt, noch nichts mit Typo 3 gemacht haben, denn Typo 3 hat einen gewissen, ja, gewisse Art und Weise, wie es funktioniert. Und ich finde es sehr wichtig, das zu wissen, bevor man überhaupt anfängt mit der Praxis. Aber keine Angst, das ist nicht zu viel Gelaber, das ist nicht zu viel Theorie, das ist nur das Nötigste, was ich denke, das am wichtigsten ist zum Starten. Dann gibt es einen kleinen Crashkurs für Typo 3 Redakteure, also wie redaktioniert man im Typo 3 CMS, wie erstellt man Seiten, Seiteninhalten, wie übersetzt man. Ich zeige euch den Redaktionsworkflow nur, damit du weißt, dass es ihn gibt. Das ist nur eine ganz kleine Einführung, ganz billo. Und wenn du dann weitere Themen hast, dann weißt du, nach welchem Stichwort du suchen musst und weißt ungefähr, um was es geht. Dann noch ein paar Tipps, wie man halt Bulk-Operationen machen kann. Dann noch ein paar ausgewählte Spezialfälle, zum Beispiel Einbinden von Menüs über Inhaltselemente oder Anzeigen von Dateien. Dann gibt es einen Block TypoScript. Hier lernst du TypoScript von der Pike. Das TypoScript beschränkt sich hier auf das TypoScript für das Frontend. Dementsprechend gucken wir uns nur Objekte an, die für das Frontend relevant sind. Ich habe hier ein paar Objekte herausgepickt, die auf jeden Fall relevant sind, wenn du Webseiten erstellst. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber das ist, wie gesagt, alles fokussiert sich darauf, dich dahin zu bringen, dass du selbst Typo 3 Webseiten erstellen kannst. So wie du es vorher halt nicht konntest, weil du quasi noch ganz neu in diesem System bist. Dann habe ich mir das Bootstrap-Package ausgesucht für einen praktischen Teil, damit du erstens lernst, wie man Extension installiert, wie man Extension konfiguriert und wie man mit einem Side-Package eben ein Template nachbauen kann. Denn viele Wege bzw. viele Gedankengänge, die man hier hat, hat man ja grundsätzlich bei der Umsetzung von Templates. Und das ist so ein praktischer Teil. Es ist kein vollständiger Kurs, was ist Typ, wie Bootstrap Package funktioniert, jede einzelne Funktion durchsucht, vorgestellt und so weiter. Das ist es nicht. Es geht nur darum, wie gesagt, dass du praktische Übung hast an etwas, ja, sinnvolleren und an einer echten Extension, wie man eben installiert, konfiguriert und eben ein Template aufbaut, ohne dass man erstmal in die Extension-Entwicklung reingehen muss. Bootstrap Package, vielleicht noch da ein paar Worte, warum Bootstrap Package. Bootstrap Package ist von Benjamin Kott, das ist ein, ja, sehr, sehr bekannte Person im Typo 3-Universum, sage ich mal. Ist auch Teil vom Typo 3 GmbH, soweit ich das gelesen habe. Und dementsprechend ist seine Umsetzung sehr nah, wenn nicht wirklich eins zu eins an dem Coding Guidelines, die Typo 3 selber aufstellt. Danach werden wir natürlich auch eigene Templates erstellen und das ist sozusagen die Einführung in die Extension-Entwicklung in Typo 3. Und zwar hier im Fokus eine Template-Extension zu erstellen, das heißt eine Extension, also ähnlich wie eine Side-Package eigentlich, zu erstellen, die eben das Seitentemplate definiert, eigene Inhaltselemente definiert und so weiter. Und das nicht genug. Danach beschäftigen wir uns noch, wie wir eigene Inhaltselemente erstellen. Das ist auch ganz wichtig, denn man kommt ganz schnell in die Situation, wo die Typo 3 Standardelemente, wo es da schon einige gibt, nicht ausreichen. Ich zeige dir die einfachste Möglichkeit, eigene Inhaltselemente zu erstellen. Die Methode, die ich auch sehr viele Jahre benutzt habe und wie ich finde, sehr gut funktioniert. Dann siehst du noch einen kleinen Bereich Preview. Das sind die ja, Inhalte, die ich noch auf dem Zettel habe und ich auf jeden Fall noch nachreichen werde.
Hier auch nochmal die Erinnerung, du kannst mir gerne Vorschläge schicken und ich werde sie auch sehr gerne ergänzen, wenn ich denke, dass es sinnvoll ist für Typo 3 Einsteiger. Und dann ist der Kurs Abschluss. Insgesamt sind wir, wie gesagt, über 70 Lektionen in diesem Typo 3 Kurs. Wenn du dann diesen Kurs abgeschlossen hast, wirst du auf jeden Fall eigenständig Typo 3 installieren können, konfigurieren können und deine ersten Webseiten erstellen können. Das Wissen, was hier drin steckt, dafür habe ich locker 3, 4 Jahre gebraucht. Und für dich jetzt sehr einfach präsentiert in ja, knapp 70 Lektionen, glaube ich. Ich hoffe, du hast da Bock drauf. Wenn ja, dann geh auf Schulung tetracampus.de, dann kommst du, wie gesagt, auf die Startseite, die jetzt nur so eine Zwischenseite ist. Da kannst du auf Jetzt-Mitglieder gehen und dann auf die eigentliche Landingpage kommen. Hier werde ich dann auch mal verlinken und kommunizieren dann auf meinen Kanal. Und hier siehst du auch schon ein Willkommen Video, beim besten Kon genau, noch ein Video, was quasi das Kickoff-Video ist aus dem Kurs, damit du so ein bisschen Einblick nochmal bekommst, um was es hier genau geht, nochmal mit meinen eigenen Worten. Das soll es schon für dieses Video gewesen sein. Wie gesagt, diesmal nur etwas Eigenwerbung. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ich würde mich sehr freuen, dich in den neuen Kurs bzw. Mitgliederbereich zu be begrüßen zu können. Ja, und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit Typo 3.